Das Wort hat für die Fraktion BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Herr Abg. Frömmrich. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich weiß nicht, ob wir uns einen Gefallen mit einer Art der Diskussion machen, wie wir sie hier gerade von den Kolleginnen und Kollegen, von der Kollegin Faeser hier erlebt haben. Ich weiß nicht, ob das die richtige Debatte ist, am Anfang, Frau Kollegin Faeser, hier darüber zu reden, dass die Menschen im subjektiven Sicherheitsgefühl etwas anderes wahrnehmen, als es die Zahlen wahrgeben, und dann hier alles in Grund und Boden und schlecht zu reden, was hier im Bereich der Sicherheitspolitik in den vergangenen Jahren gemacht worden ist. Ich weiß wirklich nicht, ob wir uns damit einen Gefallen tun. Frau Kollegin Faeser, vielleicht sollten wir einmal darüber reden, über was für ein Land wir hier eigentlich reden. Wir leben in Deutschland, in einem der sichersten Länder der Welt. Wir leben in Hessen, in einem der sichersten Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland. Liebe Kolleginnen und Kollegen, viele Menschen wären froh, wenn sie in einem so sicheren Land leben könnten. Viele Menschen flüchten hierher, weil sie bei uns eine sichere Umgebung finden. Jetzt kann man über einzelne Zahlen, über einzelne Statistiken natürlich streiten. Man kann natürlich darüber diskutieren, ob die eine oder die andere Maßnahme, das eine oder andere Instrument das bessere ist. Darüber kann man natürlich streiten. Das ist die Aufgabe vom Parlament. Aber wir sollten doch die Chance einer solchen Debatte nutzen, den Menschen in unserem Land zu sagen, wir leben in einem sicheren Land. Lasst euch von den Populisten nicht das Gegenteil erzählen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lasst euch von den Populisten nicht das Gegenteil erzählen. Deren Ziele ist es doch, die Gesellschaft zu spalten, Fake News zu verbreiten. Deren Ziele ist es doch, ein Bild über die Sicherheit in unserem Land zu malen, das mit der Realität in unserem Land nichts, aber auch gar nichts zu tun hat. Und das sollten wir doch hier gemeinsam in diesem Haus betonen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Frau Kollegin Faeser, was Sie hier für ein Bild gemalt haben, es ist schlichtweg, ich bin wirklich fassungslos. Selbst die GdP, das ist ja nun keine Organisation, die sozusagen dieser Landesregierung täglich sozusagen Lob ausschüttet. Der GdP-Vorsitzende sagt, GdP Hessen setzt nahezu alle Forderungen durch. Also, wir haben alle Forderungen der GdP, was den Bereich angeht, umgesetzt. GdP-Forderungen nach 1.000 zusätzlichen Stellen erfüllt. Das sagt die Gewerkschaft der Polizei, und Sie halten hier eine dermaßen Rede. Das passt in der Tat nicht zusammen, Frau Kollegin Faeser. Es passt nicht zusammen. Wir haben einen Rückgang bei der Kriminalität zu verzeichnen, einen Rückgang, -9%. Wir haben eine höhere Aufklärungsquote. Sie liegt bei 62,8%. Die Wohnungseinbrüche gehen deutlich zurück. Rund die Hälfte aller Wohnungseinbrüche bleiben im Versuchsstadium stecken. Das heißt, die polizeiliche Präventionsarbeit zeigt offensichtlich Wirkung. Die Menschen schützen ihr Eigentum. Auch die Straßenkriminalität sinkt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das sind doch erfreuliche Zahlen. Das ist doch nichts. Das ist doch natürlich dem Engagement und der tollen Arbeit unserer Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten zu verdanken. Dafür danken wir den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten natürlich ausdrücklich auch von dieser Stelle. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Hessen ist aber auch ein sicheres Land, weil die Rahmenbedingungen stimmen. Mehr Personal haben wir zur Verfügung gestellt, weil die hessische Polizei gut ausgestattet ist, Rahmenbedingungen, sage ich mal. Darauf will ich später vielleicht noch eingehen, aber so viel vorweg. Ihre Argumentation ist doch wirklich einigermaßen absurd. Immer wenn etwas gut läuft, nicht gut läuft, ist die Landesregierung schuld. Immer wenn etwas erfreulich ist, hat das mal gerade überhaupt nichts mit der Landesregierung zu tun. Ich kann mich an viele Debatten im Innenausschuss erinnern. Wenn irgendwo etwas passiert, dann ist der Innenminister dafür verantwortlich. Aber wenn etwas gut ist, wenn etwas gut läuft, wenn wir gute Zahlen vorlegen, dann hat das mal gerade nichts mit der Politik zu tun, Frau Kollegin Faeser. Da sollten Sie vielleicht das ein oder andere Argument noch einmal schärfen. Dieses Argumentationsmuster, liebe Frau Kollegin, ist mittlerweile peinlich. Konstruktiv ist es auf jeden Fall nicht. Frau Kollegin Faeser hat
in Ihrer Pressemitteilung zur PKS auch wieder das Gleiche getan. Die Verbesserungen in einzelnen Deliktfeldern sind einzig und allein den hessischen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten zuzuschreiben, und zwar trotz der schwierigen Rahmenbedingungen, die von der schwarz-grünen Landesregierung gesetzt werden. Zitat zu Ende von Frau Faeser. Ich habe Ihnen schon einmal die Frage gestellt, und eine Antwort darauf geben Sie ja nicht. Wenn alles in Hessen so schlecht ist, wie Sie behaupten, Frau Kollegin Faeser, dann müssten Sie doch einmal die Frage beantworten, warum wir im Schnitt deutlich besser sind als alle anderen Bundesländer in der Bundesrepublik Deutschland. Wenn wir wirklich so schlecht sind, warum sind wir dann so viel besser als andere Bundesländer in der Bundesrepublik Deutschland? Das müssten Sie doch wenigstens einmal versuchen zu erklären. Warum? Irgendwas müssen wir doch in Hessen besser machen, als andere es machen. Sonst hätten andere Bundesländer doch auch solche Ergebnisse vorzuweisen. Ich will mal ein paar Beispiele zeigen, Vergleichszahlen Ihnen auch liefern. Hessen, Aufklärungsquote 62,7. Jetzt habe ich mir einmal Länder herausgesucht, wo Sie die Innenminister stellen. Berlin, Aufklärungsquote 42%. Brandenburg 53%. Hessen 62. Bremen, Aufklärungsquote 48%. Hamburg, Aufklärungsquote 44%. Wir haben 62. Was wollen Sie uns denn eigentlich damit erzählen, Frau Kollegin Faeser, mit dem, was Sie hier vorspielen? Der Einzige, der in dieser Liga Hessens spielt, ist Niedersachsen. Rheinland-Pfalz, Thüringen zugegebenermaßen ist sogar besser. Das ist doch aber auch positiv zu bewerten. Und deswegen verstehe ich nicht, dass wir uns nicht alle, gerade auch als Innenpolitikerinnen und Innenpolitiker, darüber freuen, wenn wir in den Bundesländern gute Zahlen vorlegen. Das ist doch für die Menschen in unserem Land gut, dass sie sich in unserem Land sicher fühlen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch die Vergleichszahlen sind doch deutlich unterschiedlich. Schauen Sie sich das an. Wir in Hessen machen offensichtlich wirklich etwas besser. Bei den Häufigkeitszahlen, Frau Kollegin Faeser, das ist die Zahl Straftaten pro 100.000 Einwohner. Hessen 6.046 Straftaten. Das ist Platz 2 in der Bundesrepublik Deutschland, nach Baden-Württemberg Platz 2. Hamburg 13.000, doppelt so viel. Berlin 16.000, 10.000 Straftaten mehr pro 100.000, als wir sie haben. Niedersachsen 7.090, Rheinland-Pfalz 6.700, also trotzdem noch einmal 700 mehr. Die Zahlen Hessens können sich sehen lassen, wenn Sie das einmal im Vergleich sehen zu den Ländern, in denen Sie die Innenminister stellen, Frau Kollegin Faeser, ist es geradezu Wahnsinn, wie Sie hier vorne in Richtung der Landesregierung argumentieren. Also noch einmal. Noch einmal, beantworten Sie doch einmal die Frage, irgendwas, über Wortwahl würde ich mich an Ihrer Stelle gar nicht beschweren, da sollten Sie vielleicht ab und an mal selber auf Ihre Wortwahl, die aus Ihrer Fraktion kommt, antworten, anstatt anderen hier Ratschläge zu geben. Noch einmal, irgendetwas müssen wir doch in Hessen besser machen als andere Bundesländer. Schauen Sie sich die Zahlen an. Hohe Aufklärungsquote 62,8, niedrige Kriminalitätsbelastung 6.046, Rückgang bei den Straftaten -9%. Das sind 36.000 Straftaten weniger. Das ist für uns wirklich ein Grund zur Freude, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die SPD mäkelt. Wir freuen uns darüber, dass wir so gute Zahlen vorlegen können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Um ein weiteres Argument der Kollegin Faeser aus der Presseerklärung, die sie zur PKS gemacht hat, aufzugreifen, das ist die Frage der ausländerrechtlichen Verstöße. Das hat sie gerade hier auch gemacht. Ja, das stimmt. Es hat natürlich auch etwas mit den ausländerrechtlichen Verstößen zu tun. Dadurch, dass da weniger Kriminalität ist, schlägt sich das hier auch zu Buche, gar keine Frage. Aber, Frau Kollegin Faeser, was Sie verheimlicht haben, selbst wenn Sie die ausländerrechtlichen Verstöße abziehen, sind es trotzdem 12.117 Straftaten weniger. Vielleicht sollten Sie das auch in diesem Zusammenhang einmal erwähnen. Auf jeder Veranstaltung, Frau Kollegin Faeser,
auf jeder Veranstaltung, bei jedem Thema, bei jeder Lobbygruppe versprechen Sie den Leuten alles. Sie schmeißen Geld raus, bis die Schwarte kracht, ohne ein einziges Mal zu sagen, wie Sie Ihre Versprechungen finanzieren wollen. Mit solider Politik hat das nach unserer Auffassung jedenfalls wenig zu tun. Liebe Frau Kollegin Faeser, Sie schwingen hier große Reden und legen als Generalsekretär, jetzt messen wir Sie mal an den Tatsachen. Sie schwingen hier große Reden, legen ein Wahlprogramm vor, das man aus meiner Sicht nur saft- und kraftlos bezeichnen kann. Konkretisierungsgrad gleich Null, Finanzierungsgrad gleich Null, Innovationsgrad gleich Null. Weil wir gerade über innere Sicherheit reden, Frau Kollegin Faeser, habe ich mir mal die Vorstellung Ihres Wahlprogramms angeschaut. Die Vorstellung Ihres Wahlprogramms. Sie als Generalsekretärin, innenpolitische Sprecherin. Sie haben dieses Wahlprogramm vorgelegt. In diesem Wahlprogramm, in der Pressemitteilung, in der Präsentation, in der Berichterstattung dazu findet innere Sicherheit überhaupt nicht statt. Und dann halten Sie hier eine solche Rede. Kein einziges Wort über innere Sicherheit. Kein einziges Wort über innere Sicherheit. Und wenn Sie sich noch einmal vielleicht selber damit beschäftigen, mit Ihrem Programm, werden Sie das vielleicht auch selber sehen. Ich habe es dabei, ich habe es mir angeguckt. Das, was Sie dort zur inneren Sicherheit sagen, kann ich mit drei Sätzen klarziehen. Mehr von dem, was Schwarz-Grün macht, viel mehr von dem, was Schwarz-Grün macht im Bereich Prävention, im Bereich Personal, im Bereich Ausstattung, mehr haben Sie nicht zu bieten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will noch etwas zum Wohnungseinbruchsdiebstahl sagen. Auch da wird ja beiläufig erklärt von Ihnen, das sei ein Bundestrend. Und ich finde es erst einmal erfreulich, ich persönlich finde es erst einmal erfreulich, dass im Bereich Wohnungseinbruchsdiebstahl die Zahlen zurückgehen. -20% in Hessen, das ist doch eine erfreuliche Zahl, ob das nun auf Bundestrend oder nicht zurückzuführen ist, finde ich erst einmal eine tolle Zahl. Aber jetzt schauen wir uns einmal die Realitäten an. Wir hatten 10.405 Wohnungseinbruchsdiebstähle im vergangenen Jahr. Jetzt haben wir noch 8.287. Das sind 20% weniger. Und das ist doch gut so, dass sich Menschen nicht mehr von Kriminalität so belastet fühlen, dass 2.000 Menschen weniger betroffen sind von Wohnungseinbrüchen. Das ist doch positiv. Da muss man doch hier nicht in dieser Art und Weise über dieses Deliktfeld reden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich finde das ziemlich unangemessen. Wir haben eine Aufklärungsquote, die liegt bei 20%. Nun kann man sagen, 20% Aufklärungsquote im Zusammenhang mit Wohnungseinbruchsdiebstahl ist wirklich nach oben ausbaufähig, ist keine gute Zahl. Aber jetzt schauen wir uns doch einmal den Bundesschnitt an. Im Bundesschnitt haben wir eine Aufklärungsquote von 17%. Also, da sind wir auch bei der Aufklärungsquote vorne in dem Bereich. Auch bei der Häufigkeitszahl dieser Deliktform, vielleicht schauen Sie sich die einmal an. Wir haben in Hessen Häufigkeitszahlen 168,5 Fälle pro 100.000 Einwohner. Berlin 459 Fälle pro 100.000 Einwohner. Bremen 459 pro 100.000, Hamburg 420, Berlin 326. Das sind im Schnitt 200 bis 300 Wohnungseinbrüche mehr, als wir sie in Hessen haben. Und dann kann man doch nicht hier vorne solche Reden halten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also, ich kann wirklich nur appellieren, etwas differenzierter in die Diskussion reinzugehen. Weil, wenn Sie sich auch noch einmal die Zahlen genauer anschauen, ja, Frau Kollegin Waschke, ich weiß ja, dass Sie die besondere Expertin in diesem Bereich sind. Also noch einmal, wenn Sie sich die Wohnungseinbruchszahlen angucken, wenn Sie sich die Wohnungseinbruchsdiebstähle vielleicht einmal anschauen, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, dann werden Sie feststellen, dass 50%
der Wohnungseinbrüche im Versuchsstadium stecken bleiben. Das heißt, die Einbrecher kommen erst gar nicht in die Wohnung. Das heißt, Präventionsmaßnahmen, die hier im Lande gemacht werden, zeigen ihre Wirkung. Der Innenminister hat es ja gesagt, wir machen im Bereich der polizeilichen Prävention mittlerweile Maßnahmen in der Größenordnung von fast 4 Millionen €, die wir da investieren. Und das ist doch gut, dass polizeiliche Prävention in dieser Art und Weise wirkt. Und Sie haben sich hier vorne hingestellt und haben gesagt, im Bereich der Prävention hätten wir nichts vorzuweisen. Das Gegenteil ist der Fall, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir machen im Bereich Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern sehr viel. Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern arbeiten sehr gut zusammen, intensiv bei der Aufklärung von Straftaten. Durch einen hohen Kontrolldruck, durch Fahndungsdruck werden Straftaten von Einzeltätern und von Banden aufgeklärt. Das ist eine wirklich sehr erfolgreiche, über die Ländergrenzen hinweg gute Zusammenarbeit. Ich will hier stellvertretend einmal erwähnen, dass die OPE an der A67 bei Lorsch eine sehr, sehr gute Arbeit macht. Der Jupp Simon mit seiner Truppe, die machen dort wirklich richtig vorbildliche Arbeit. Die haben da sehr große Erfolge zu zeitigen. Und Sie erzählen hier, wir würden in dem Bereich nichts machen. Es ist geradezu abenteuerlich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe es gerade schon einmal angedeutet, wir haben im Bereich der Prävention engagierte Projekte aufgelegt, 5,7 Millionen € im Bereich der Extremismusprävention, 3,4 Millionen € im Bereich der polizeilichen Prävention. Wir haben in Hessen bis zum Jahre 2020 vor, 1.000 zusätzliche Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in den Dienst zu stellen. Wir hatten 2014 13.585 Polizeivollzugsstellen. Wir werden im Jahr 2022 15.260 Beamtinnen und Beamte haben. Wir haben im Haushalt 2018/19 noch einmal 480 zusätzliche Stellen für den Bereich des Vollzugs geschaffen, 120 zusätzliche Stellen im Bereich der Angestellten. Wir nehmen mit dem Haushalt 2018/19 auch noch einmal, falsch, was Sie hier behauptet haben, Stellenhebungen in der Größenordnung von jeweils 212 Stellen vor, sowohl 2018 als auch 2019. Wir haben in den vergangenen Jahren über 600 Hebungen hier im Polizeivollzug durchgeführt. Und Sie stellen sich hier vorne hin und sagen, es gäbe bei der hessischen Polizei keine Karrierechancen. Geradezu absurd, was Sie hier vorne erzählen, Frau Kollegin Faeser. Wir haben erheblich in die Ausstattung investiert. Wir haben die technische Ausstattung auf dem guten Niveau, auf dem sie war, noch einmal verbessert. Die Schutzausstattung, die Schutzbekleidung für die Beamtinnen und Beamten wurde verbessert, auch angepasst an die Bedrohungslage. Geradezu abenteuerlich ist die Einlassung Ihrerseits dazu, dass wir in diesem Bereich zu spät gehandelt haben. Ich glaube, Hessen war im Bereich dessen, wo Schnittschutzschals an die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ausgegeben wurden, eines der ersten Bundesländer, die das überhaupt gemacht haben. Und ich will einmal ein Beispiel bringen, wie es in Ländern ist, in denen Sie Verantwortung tragen, Frau Kollegin Faeser. Da lese ich einmal aus der Zeit vor, aus der Zeit vom 23.02.2018. Berlins Polizei benutzt die P6 Sig Sauer. Da Berlin lange kein Geld für neue Waffen hatte, kauft die Polizei im vergangenen Jahr 1.139 ausgemusterte P6-Pistolen aus Schleswig-Holstein für je 1 €. Sie kaufen in einem Land, in dem Sie Verantwortung tragen, gebrauchte Waffen, um die Polizei auszustatten, und stellen sich hier vorne hin und erzählen uns ein, wie die Ausstattung von Polizei auszusehen hat. Das ist geradezu abenteuerlich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Seit August stellen wir den Beschäftigten des Landes Hessen, da sollten Sie vielleicht auch etwas zu sagen, stellen wir den Beschäftigten des Landes Hessen eine Freifahrtberechtigung zur Verfügung. Auch den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, den rund 15.000, stellen wir die zur Verfügung. Das ist im Jahr ungefähr ein Gehaltsvorteil von rund 1.000 €, die da zur Verfügung gestellt werden, gibt es in keinem anderen Bundesland, gibt es nur in Hessen, dass die Beamtinnen und Beamten des Landes frei fahren können und die Tarifangestellten natürlich auch. Über
143.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können das tun. Frau Kollegin Faeser, da hätte ich mir mal gewünscht, dass Sie das mal lobend erwähnen. Das gibt es in keinem anderen Bundesland. Und natürlich profitiert die hessische Polizei auch davon, weil die Beamtinnen und Beamten auch frei Bus und Bahn benutzen dürfen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Hessen ist ein sicheres Land. Das zeigt die Kriminalstatistik, die der Innenminister vorgelegt hat. Das ist der guten und engagierten Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verdanken. Das ist einer effektiven Strafverfolgung zu verdanken. Das ist guter Präventionsarbeit zu verdanken. Und diese Maßnahmen sind der Schlüssel zum Erfolg und für das Vorlegen einer guten Statistik. Sie sehen also, wir haben durchaus ein Konzept für dieses Land. Wir haben ein Konzept, wie innere Sicherheit auszusehen hat. Bei Ihnen habe ich im Programm nichts dazu gelesen. Sie sehen also, wir haben ein Konzept, wir haben einen Plan. Auf Ihren Hessenplan, Frau Kollegin Faeser, warten wir ungefähr seit 6 Jahren. Aber das wird, glaube ich, auch in dieser Periode nichts mehr mit dem Vorlegen. Herzlichen Dank. Danke, Herr Frömmrich. Für DIE LINKEN hat sich Herr Schaus zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Minister Beuth, Sie sagten zu Beginn Ihrer Regierungserklärung, Zitat, für die Hessische Landesregierung hat das Thema Sicherheit deshalb seit fast 20 Jahren höchste Priorität. Dazu gibt es aus meiner Sicht 3 Dinge zu sagen. Erstens. Wie konnte es dann sein, dass Sie bei der Polizei und im gesamten öffentlichen Dienst über Jahre Stellen abgebaut und die Beschäftigten zu Sparopfern gemacht haben? Und wie konnte es sein, dass es in Hessen im Gegensatz zu anderen Bundesländern und dem Bund nie eine eigene Landesförderung für zivile Präventionsvereine gab? Herr Minister, Sie stricken da Legenden. Zweitens. Wie konnte es sein, dass die Landesregierung beim Thema rechte Gewalt und rechter Terror so versagt hat, wie wir es nicht nur im NSU-Komplex erleben konnten? Da hat sie völlig versagt. Herr Minister, Sie stricken Legenden. Und drittens. Die Unionsparteien stellen das Thema Sicherheit oft populistisch in den Vordergrund. Aber ich wünsche mir, dass soziale Sicherheit und die Grundrechte eines jeden Menschen der gleichen Bedeutung beigemessen wird. Es ist erkennbar nicht der Fall. Hunderttausende Menschen leben auch in Hessen in sozialer Unsicherheit. Und das von der Koalition vorgelegte neue Verfassungsschutzgesetz ist verfassungswidrig und bürgerfeindlich. Und deshalb, Herr Minister, wenn Sie sagen, Sicherheit sei ein Grundbedürfnis der Bürgerinnen und Bürger, dann sage ich Ihnen, dass man von dieser Phrase noch nichts kaufen kann und dass das Grundrechtsverständnis der Union sehr unterdurchschnittlich ausgeprägt ist. Ich gehöre dem Landtag nun seit 10 Jahren an und erlebe jedes Jahr diese ritualisierte Debatte. Der Innenminister legt eine Statistik vor, und siehe da, es wird von Jahr zu Jahr besser. Wenn es so weitergeht, Herr Minister, haben wir sicher in absehbarer Zeit eine 105-prozentige Aufklärungsquote. Da bin ich fest von überzeugt. Und das liegt, wer könnte es bezweifeln, natürlich nur am Innenminister. Ich frage mich seit Langem, welchen Nutzen diese ritualisierte Debatte für das Land und vor allen Dingen für die Bevölkerung eigentlich hat. Glauben Sie denn wirklich, Herr Minister Beuth, dass all das, was Sie hierzu gesagt haben, in der Bevölkerung und bei den Polizeibeamtinnen und Beamten auch so gesehen wird? Wenn ich die Diskussionen und Beiträge der Gewerkschaften und der Personalräte in der Polizei richtig verfolgt habe, dann gibt es da doch erhebliche Kritik. Deshalb möchte ich mich ausdrücklich bei den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten für ihre Arbeit und ihren Einsatz unter schwierigen Bedingungen herzlich bedanken. Die Kriminalstatistik
Und weil Herr Frömmrich so viele Zahlen hier bemüht hat, lässt aber nur sehr begrenzte Aussagen zu. Sie sprechen von Aufklärungsquoten. Dabei ist da noch gar nichts gerichtlich entschieden. Es wurde etwas angezeigt, und die Polizei hat einen Verdächtigen. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Aufgeklärt wäre es aber erst dann, wenn ein Gericht dies auch feststellt. Das ist nicht der Fall. Um mit dieser Statistik also etwas anfangen zu können, muss man sie ohnehin mit anderen Zahlen in Verbindung bringen, und man darf die Augen vor dahinterliegenden Problemen und Herausforderungen nicht verschließen. Was also können wir der sogenannten Kriminalstatistik aber entnehmen? Zum Beispiel einen Rückgang der Wohnungseinbrüche von zuvor extrem hohem Niveau und dass die Polizei in diesem hochproblematischen Feld leider nur etwa 20% Verdächtige ermitteln konnte. Einen stetigen Rückgang der Straßenkriminalität können wir auch feststellen, aber ein nach wie vor erschreckend hohes und steigendes Ausmaß an Körperverletzungen, nämlich 31.922 Fälle, so steht es in der Statistik. Einen weiteren Anstieg der alltäglichen Übergriffe gegen Einsatz- und Rettungskräfte oder ein weiterhin erschreckend hohes Niveau von Angriffen gegen Flüchtlinge und bei rechten Straftaten, die den Großteil der politischen Gewalt ausmachen. Also Licht und Schatten, zuweilen erschreckende kriminelle Energie und Gewalt und zuweilen abnehmende Fallzahlen. Aber nun gehen die Probleme erst los. Denn was wir aus dieser Statistik nicht erfahren, ist, haben dem tatsächlich die Straftaten zu- oder abgenommen? Oder hat sich das Anzeigeverhalten geändert, so wie wir es z.B. bei Missbrauchsfällen erleben, die früher nicht, aber heute, Gott sei Dank, viel häufiger angezeigt werden? Das sagt Ihnen übrigens jeder Kriminologe. Die Zahlen müssen richtig gelesen und ausgewertet werden. Und deshalb ist es auch wichtig, wenn die SPD mit ihrem Antrag Dunkelfelder beleuchten will. Das unterstützen wir als LINKE ausdrücklich und hatten es im Übrigen auch schon einmal selbst vorgeschlagen, leider erfolglos. Es macht extrem viel Sinn, zu beleuchten, was z.B. angezeigt und was nicht angezeigt wird. Die Realität, meine Damen und Herren, steckt hinter und auch zwischen den Zahlen, Herr Frömmrich. So. Ja, ich komme gleich noch drauf. Sie sind, ja, das ist, Jürgen, dein Problem ist der Vergleich mit anderen Bundesländern. Mein Problem ist sozusagen die Aufklärung und die korrekte Information der Bevölkerung über die tatsächliche Kriminalitätssituation in Hessen. Das ist ein Unterschied, und zwar ein eklatanter Unterschied. Also, ich finde, ständig sicherheitspopulistisch das zu interpretieren und besonders im Wahlkampf ja politisch alles schönzureden in diesem Feld, ist nicht hilfreich. Im Gegenteil. Ja? Ein großes Problem mit der Statistik, das sage ich hier auch übrigens jedes Jahr, bei dem, was Sie vorlegen, Herr Minister, hat die Polizei eben Verdächtige ermittelt. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Aber wie oft sie damit richtig lag, wie viele Verfahren, in welchen Bereichen, mit welchem Ergebnis geführt wurden, das wissen wir nicht, weil es statistisch eben nicht weiterverfolgt wird. Noch immer haben Polizei und Justiz ganz unterschiedliche Systeme. Und ich halte dies für ein großes Problem, das wir diskutieren sollten. Deshalb fordern wir als LINKE schon seit Jahren, dass eine Verlaufsstatistik eingeführt wird, so wie es sie in anderen Ländern bereits seit Jahren gibt. Diesen Mangel sieht übrigens der hessische Generalstaatsanwalt, Prof. Dr. Fünfsinn, ebenso. Und wenn die Vertreter der Koalitionsfraktion nicht bei der Beamtenbundsveranstaltung früher gegangen wären, ich bin da bis zum Schluss geblieben, dann hätten sie das auch mitbekommen, wie er auf dieser Veranstaltung genau dafür geworben oder bzw. das problematisiert hat. Also, Herr Bauer, ja, Sie waren ja nicht da. Also, Ihre Kriminalstatistik erfasst Verdächtige, aber dann ist Schluss.
Mehr wird nicht erfasst. Deshalb hatten wir ja auch die Diskussion im Landtag mit dem Innen- und dem Justizministerium. Und siehe, niemand wusste zu sagen, ob und in welchen Deliktbereichen, nach wie viel Zeit, welche Verfahren eingeleitet wurden, wie viele Prozesse stattfanden oder Verurteilungen ausgesprochen wurden. Also noch einmal, was kann uns denn die Kriminalstatistik überhaupt sagen? Nur, dass es in diesem und jenem Bereich mehr oder weniger Anzeigen und Verdächtigte gibt. Mehr nicht. Beispiel Wohnungseinbrüche. Die Einbrüche sind statistisch nach zuvor starkem Anstieg jetzt rückläufig und die Aufklärungsquote, wie gesagt, bei ca. 20%. Weiter sehr niedrig. Aber die Frage, ob und wie viele Verfahren 2014 bis 2016 dazugegeben hat, ob das jetzt daran liegt, dass da in nennenswertem Umfang Leute überführt wurden, kann niemand beantworten. Wir wissen deshalb auch nicht, ob es sich um Täter aus Hessen oder woanders her handelt und in wie vielen Fällen es sich z.B. um Beschaffungskriminalität oder Bandenkriminalität handelt. Das wäre aber wichtig zu wissen, aber das gibt die Statistik nicht her. Das können Sie zwar versuchen, im Einzelfall zu verfolgen, aber statistisch geht es leider nicht. Und wenn Sie das alles nicht wissen, dann können Sie leider auch nicht sagen, Herr Bauer, ob und wie zuverlässig Verbrechensbekämpfung und die Rechtspflege im Ergebnis ist. Das ist in fast allen Deliktbereichen so. Wir wissen aber, dass z.B. in Deutschland im Jahr 2016 rund 150.000 Haftbefehle nicht vollstreckt waren. Noch einmal in Worten, 150.000 Haftbefehle. In Hessen waren es knapp 10.000. Nicht vollstreckte Haftbefehle. Offene Haftbefehle heißt aber, dass es nicht nur Verdächtige, sondern ein abgeschlossenes Verfahren mit einer Freiheitsstrafe gibt, die aber nicht vollzogen werden konnte. Als Konsequenz aus dem NSU-Skandal gibt es im Bereich rechter Straftaten zumindest so eine Art Verlaufsstatistik mittlerweile. Und hier wissen wir, dass hunderte Haftbefehle nicht vollzogen werden. Zum Beispiel, weil da Leute einfach nicht auffindbar sind und sich ihrer Haftstrafe entziehen. Am 7. Dezember letzten Jahres war beim Pressedienst des Deutschen Bundestages hierüber Folgendes zu lesen. Zum Stichtag 25. September 2017 haben im polizeilichen Informationssystem, beispielsweise im Schengener Informationssystem, insgesamt 648 Fahndungen aufgrund von Haftbefehlen im Phänomenbereich der politisch rechtsmotivierten Kriminalität vorgelegen, nur in diesem Phänomenbereich. Die Tageszeitung Die Welt schrieb über einen Bericht einen Tag später der Bundesregierung zu diesem Thema Vollzug, Zitat, wer wegen der Bildung terroristischer Vereinigung verurteilt wird, muss dem Bericht zufolge häufig erst 1.985 Tage nach Urteilsvollstreckung ins Gefängnis einziehen. 1.985 Tage. Also Delikt, Bildung einer terroristischen Vereinigung, Vollzug 5 Jahre nach dem Urteil. Und zwar laut Bundesregierung im Durchschnitt. Das kann auch länger sein. Wie kann denn das sein? Und ist das in Hessen anders? Das wüsste ich gerne mal. Aber dazu kriegen wir nichts mitgeteilt. Und was nutzt uns da Ihre Kriminalstatistik, wenn von der Polizei bei zudem wie mit viel Aufwand ermittelnden Straftätern nicht vollstreckt werden können? Dazu hören wir aber von Ihnen, Herr Minister, kein einziges Wort. Das wird tunlichst verschwiegen. Und deshalb, Herr Innenminister und meine Damen und Herren, fordert DIE LINKE immer wieder, dass die Landesregierung und die Bundesregierung endlich eine Verlaufsstatistik auf den Weg bringen muss. Nur dann wird es überhaupt möglich, den Verlauf von Straftaten, Strafverfahren und Verfahrensabschlüssen statistisch abzubilden, zu beurteilen, ob und wie Kriminalitätsbekämpfung und Rechtspflege durch Polizei und Justiz funktionieren und genaue Schlussfolgerungen zur Bekämpfung und Prävention einzelner Phänomenbereiche zu ziehen. Ein weiterer Punkt, den man hinzuziehen muss, um diese Kriminalitätsstatistik zu beurteilen, ist die Frage, wie sich denn die Maßnahmen des Innenministers konkret auswirken. Und da gibt es einige Dinge, bei denen man sich über ihren
vorgetragenen Schlussfolgerung schon wundern muss. Wir kennen das ja zur Genüge, dass die Landesregierung und die Koalitionsabgeordneten ein Übermaß an Selbstlob über sich ausschütten. Es ist aber kein Geheimnis, dass das Verhältnis der Polizei zum Innenminister seit Jahren sehr angespannt ist, um es einmal vorsichtig zu formulieren. Zu uns ist es wahrscheinlich besser als zum Innenminister, Herr Bauer. Da werden Sie sich wundern. Da werden Sie sich wundern. Ja? Personalkürzungen, knapp 3 Millionen Überstunden, Gehaltseinbußen, bis August 2017 deutschlandweit die längste Wochenarbeitszeit und so weiter und so weiter. Aber 2018 ist Wahljahr. Also hat die Landesregierung beim Gehalt zwar nicht ausreichend, aber immerhin das Tarifergebnis fast zeitgleich übertragen. Seit wenigen Jahren werden nun auch endlich mehr Polizeianwärterinnen und Anwärter eingestellt als die vielen Jahre davor, wo es von Seiten der Opposition auch von uns gefordert wurde. Ich finde dieses politische Kalkül erschreckend, weil damit die Landesbeschäftigten und die Sicherheitspolitik von den Wahlabsichten der Koalition abhängig gemacht werden. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen, was da gerade stattfindet in dieser Debatte. Die hessischen Polizistinnen und Polizisten verdienen, wie alle anderen Landesbeschäftigten auch, mehr Anerkennung und vor allen Dingen Kontinuität statt ihre Gutsherrnmentalität und ihre Sonntagsreden. Ja? Und ihre Sonntagsreden, die hier ständig abgehalten werden. Die miesen Besoldungsrunden der letzten Jahre müssen nachgezahlt werden, sagen wir. Die Nullrunde und die 1%-Magerrunde in den letzten Jahren werden wir nicht vergessen, Herr Bauer. Da können Sie sich darauf verlassen. Während das Land Hessen Millionen zusätzliche Einnahmen erzielt, wurden die Beamtinnen und Beamten von der Lohnentwicklung und vom Landeshaushalt abgekoppelt und zu Sparopfern degradiert. Damit muss endlich Schluss sein. Meine Damen und Herren, aber egal, was passiert, der Innenminister schlägt eine Gesetzesverschärfung vor, und die GRÜNEN machen das alles mit. So will die schwarz-grüne Koalition gerade in Deutschland in beispielloser Weise das Geheimdienstgesetz und das Polizeigesetz verschärfen, die parlamentarische Kontrolle des Landesamtes für Verfassungsschutz jedoch weiterhin auf Sparflamme halten. Wir hatten eine Landtagsanhörung, das ist schon angesprochen worden, in der von zig Sachverständigen das Gesetz geradezu zerrissen wurde. Verfassungswidrig sei es, bürgerfeindlich, obendrein. Keinerlei Lehren aus dem NSU-Komplex wurden gezogen. Das waren die Äußerungen von Bürgerrechtlern und Datenschützern, von rechtsgelehrten NSU-Anwälten und Präventionsprojekten. Herr Minister, Sie rühmen sich hier in Ihrer Rede noch damit, dass Sie Geld für Präventionsprojekte ausgeben. Aber parallel zerstören Sie mit Ihren Gesetzesvorhaben gerade das Vertrauen dieser Träger. Und das ist fahrlässig, meine Damen und Herren. Deshalb haben wir in der Anhörung auch einige Projektträger angeregt, dass nicht mehr Sie als Innenminister für die Mittelvergabe zuständig sein sollen, sondern der Sozialminister. Die Projektträger wollen nämlich nicht weiter Spielball ihrer Sicherheitspolitik sein. Sie wollen, dass ihre vielen wichtigen Aufgaben, insbesondere im Jugendbereich, als Teil der Sozial- und Jugendpolitik verstanden werden und eben nicht als Anhängsel der Sicherheitspolitik. Und das ist auch ganz wichtig. Als LINKE unterstützen wir diese Forderung und danken gleichzeitig den vielen Jugendorganisationen für unsere Gesellschaft so wichtige Präventions- und Integrationsarbeit, meine Damen und Herren. Eigentlich wollte ich hier auch noch einiges zum sogenannten Schutzparagrafen sagen. Aber da die CDU dazu extra eine Aktuelle Stunde beantragt hat, hebe ich mir dies für Donnerstag auf. Zuletzt möchte ich uns allen, trotz allem politischen Streit, eines in Erinnerung rufen. Hessen ist ein vergleichsweise sicheres Bundesland. In der Tat, Herr Frömmrich, da stimme ich Ihnen zu. Und Deutschland ist eines der sichersten Länder der Welt. Und das ist gut so. Und das soll auch so bleiben. Da sind wir uns völlig einig. Da müssen wir uns gar nicht drüber streiten. Wir dürfen uns aber auch nicht in Angstspiralen bewegen oder von interessierter Seite
gefangen nehmen lassen, so will ich es einmal ausdrücken. Unsere Probleme bestehen bei der sozialen Sicherheit. Sie ist für Millionen Menschen in Deutschland täglich bedroht, auch von außenpolitischen Spannungen, von Krieg, Gewalt und Hungersnöten geht eine sehr große Gefahr aus. Für mehr soziale Sicherheit zu sorgen, würde viel mehr der Kriminalität entgegenwirken als noch so viele Sicherheitsverschärfungen. Da bin ich fest von überzeugt. Und nach außen braucht es eine Entspannungspolitik, um Anschlagsszenarien zu begegnen. Auch davon bin ich überzeugt. Die Balance zwischen den Freiheits- und Bürgerrechten auf der einen Seite und Sicherheitsmaßnahmen auf der anderen stimmt schon lange nicht mehr. Diese Landesregierung agiert einseitig. Eine soziale und liberale Lesart ist im Regierungshandeln für mich nicht erkennbar, wie auch die heutige Regierungserklärung einmal mehr gezeigt hat. Deshalb eine unnötige Gesetzesverschärfung und eine Law-and-Order-Politik bekämpfen nur die Symptome, aber nicht die Ursachen. Lassen Sie sich das ins Buch schreiben. Danke, Herr Schaus. – Für die FDP-Fraktion spricht nun Herr Greilich. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Innenminister hat vorgelegt eine polizeiliche Kriminalstatistik und da gibt es gar nichts dran rumzudeuteln und schlecht zu reden. Die enthält gute Zahlen, Zahlen, über die wir uns alle freuen sollten in etlichen Bereichen. Und deswegen will ich auch sehr deutlich Danke sagen namens meiner Fraktion bei allen hessischen Polizistinnen und Polizisten für ihren tagtäglichen, unermüdlichen Einsatz zum Schutz der hessischen Bürgerinnen und Bürger. Diesen qualifizierten Beamtinnen und Beamten ist es zu verdanken, ob sie im Straßendienst arbeiten, im Vollzugsdienst oder in der Verwaltung, dass der Innenminister eine so erfreuliche Kriminalstatistik vorlegen konnte. Ich will besonders positiv hervorheben die Entwicklung im Bereich der Wohnungseinbruchdiebstähle und der Straßenkriminalität. Es ist aus unserer Sicht überaus erfreulich, dass sich in beiden Bereichen sowohl die Fallzahlen verringert als auch, was nicht unwesentlich ist, die Aufklärungsquoten erhöht haben. Auf der anderen Seite sind wir uns wahrscheinlich einig, die Fallzahlen selbst sind nach wie vor zu hoch im Bereich des Wohnungseinbruchsdiebstahls. Was mich durchaus bedenklich stimmt, ist die Entwicklung im Rahmen der Straßenkriminalität, nämlich der Anstieg der Körperverletzungsdelikte um 9% im öffentlichen Raum. Meine Damen und Herren, das Gleiche gilt für die schon mehrfach thematisierte steigende Anzahl an Übergriffen auf hessische Polizistinnen und Polizisten. Es darf nicht sein, dass Beamtinnen und Beamte, die für unsere Sicherheit sorgen, während ihrer Berufsausübung mehr und mehr Angst um ihre eigene Sicherheit haben müssen. Darauf komme ich nochmals zurück. Aber, meine Damen und Herren, Licht und Schatten liegen ja oft nahe beieinander. Und deswegen wollten wir festhalten, die polizeiliche Kriminalstatistik beschäftigt sich ja nicht nur mit den Themen der Alltagskriminalität, sondern ein anderes Thema, das häufig vernachlässigt wird, ist die Frage der Tatsache der Erstarkung der Ränder unserer Gesellschaft. Meine Damen und Herren, ich betrachte mit großer Sorge, dass sich die extremistischen Ränder deutlich verstärkt haben und weiter verstärken. Dabei ist es zwar positiv festzustellen, dass die Zahl der Extremisten, gleich welcher Couleur, trotz der festzustellenden starken Polarisierung in der gesellschaftlichen Debatte zumindest nicht wesentlich weiter angestiegen ist. Aber, und das ist an dieser Stelle ganz besonders festzustellen, sowohl das Rechte wie auch das Linke und das salafistische Spektrum werden immer gewaltbereiter und auch besser organisiert. Diejenigen, die bereits radikalisiert sind, werden nicht nur in immer größerer Zahl gewaltbereit, nein, sie setzen das auch in die Tat um, in entsprechende verbrecherische Aktivitäten. Und dann muss ich sagen, wundere ich mich schon etwas, wenn der Innenminister eine positive Entwicklung sieht. Mir fällt auf,
währenddem die Bemühungen gegen Rechtsextremismus und Salafismus weiterhin hoch bleiben, fehlt eines völlig, nämlich Deradikalisierungsprogramme gegen Linksextremismus. Der Minister verschließt offenbar die Augen vor diesem Phänomen. Man könnte auch sagen, er ist auf dem linken Auge blind geworden. Das war ja nicht immer so, Herr Minister. Die Ursachen sollte man vielleicht einmal genauer untersuchen. Aber, meine Damen und Herren, lassen Sie uns einmal den Blick nach Frankfurt wenden. Das hat der Minister in der Regierungserklärung an einem Teilbereich auch getan. Einen anderen hat er bewusst ausgesperrt. Das ist der Bereich Klapperfeld, das ist der Bereich Kaffee-Exzess. Und, Herr Minister, Sie haben in Ihrer Erklärung sehr richtig wörtlich formuliert, Sicherheit braucht Entschlossenheit. Meine Damen und Herren, das haben Sie sinngemäß weiter formuliert, sei wichtig für das Sicherheitsgefühl in ganz Hessen. Und ich stimme da vollständig zu. Die Bürger müssen sehen und müssen erkennen, dass die Sicherheitsbehörden keine rechtsfreien Räume zulassen. Das ist richtig und das bleibt richtig. Und, meine Damen und Herren, man muss sich in diesem Zusammenhang vor Augen führen, was der Magistrat der Stadt Frankfurt der linksextremistischen Szene auf Kosten und zum Schaden aller Bürgerinnen und Bürger, die linksextremistischen Übergriffen ausgesetzt sind, ermöglicht. Ich habe dazu eine Kleine Anfrage gestellt. Aus der Antwort des Innenministers wird sehr deutlich, welches Gefahrenpotenzial von der linksextremistischen Szene in Frankfurt ausgeht und über welche ausgeprägte Infrastruktur diese Szene verfügt, ausgehend genau von den beiden Stellen Klapperfeld, ehemaliges Polizeigefängnis, und Kaffee-Exzess. Und was macht der Innenminister? Was macht der Innenminister? Er übt sich wie üblich in starken Worten und beklagt die bestehenden Zustände, aber eine spürbare Reaktion erfolgt nicht. Ich sage hier sehr deutlich, ein Innenminister, der auf der einen Seite die rechtsfreien Räume in der Metropole Frankfurt beklagt, auf der anderen Seite aber nichts tut und die Zustände achselzuckend hinnimmt, der wird seiner Amtspflicht nicht gerecht. Ein anderes Thema, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist das Thema Bedrohungslage durch Islamismus und speziell den Salafismus. Ich darf mich in diesem Zusammenhang einmal bedanken. Das ist ja besonders erwähnenswert, Herr Minister. Sie haben es geschafft, eine Anfrage innerhalb von 6 Wochen zu beantworten. Das kommt selten vor. Bei diesem Themenbereich, der in der Tat erhebliche Bedeutung hat. Sie haben mitgeteilt, wir haben in Hessen über 4.000 Islamisten und Salafisten, und davon ist die dominierende Altersgruppe die Gruppe der 26- bis 35-Jährigen. Die Hälfte dieser Menschen haben die deutsche Staatsangehörigkeit, und der ganz überwiegende Teil hält sich im Rhein-Main-Gebiet auf. Da ist also die Bedrohungslage am größten. Es gibt Zahlen, die Sie auch mitgeteilt haben, die deutlich machen, wie dieser Bereich angestiegen ist. Denn wir sind ja froh, dass wir das VPN haben und dass es dort die entsprechende Präventionsarbeit in diesem Bereich wenigstens gibt. Dort sind von 30 Direktkontakten im Jahr 2014 über 78 in 2015, 114 in 2016, die Direktkontakte in 2017 auf 161 gestiegen. Das ist mehr als verfünffacht und von daher ein Zeichen dafür, wie groß das Potenzial in diesem Bereich ist. Wir haben dort, das betone ich und hebe es auch hervor, eine gute Präventionsarbeit. Aber, Herr Minister, Prävention allein reicht nicht. Auch dort, wie in anderen Bereichen, muss neben der Prävention natürlich auch die Repression da treten, wo Straftaten verübt werden. Ich will dazu 2 weitere Zahlen aus der Antwort auf die Anfrage zitieren. Sie haben mitgeteilt, dass die Zahl der Straftaten von 2016 auf 2017 in diesem Bereich Islamismus, Salafismus um 50% gestiegen ist, um 50% von 84 auf 122. Und es gibt eine Deliktgruppe, wo das noch sehr viel schlimmer ist und wo man auch ablesen kann, welche konkrete Gefährdung für unsere Sicherheitslage in Hessen davon ausgeht. Das ist der Bereich des § 129b StGB.
für diejenigen, die das nicht wissen. Ich wüsste es auch nicht, wenn ich es nicht immer nachgelesen hätte. Ich kenne die nicht alle auswendig. Hier geht es um kriminelle, terroristische Vereinigungen im Ausland und die Beteiligung daran. Und diese Menschen kommen in verstärkter Zahl zurück. Die Zahl der Delikte, die Sie uns mitgeteilt haben, hat sich verfünffacht innerhalb eines Jahres, von 14 im Jahr 2016 auf 67 im Jahr auf insgesamt 81, also auf 67 im Jahr 2017, also vervierfacht. Und, meine Damen und Herren, das ist ein Punkt, auf den wir das Augenmerk legen müssen. Und bei allen guten Zahlen, die diese Kriminalstatistik enthält, darf das nicht aus dem Blick geraten. Und ich sage eines dazu. Wir haben, Frau Kollegin Faeser hat das sehr ausführlich dargelegt, wir haben natürlich das Problem, dass in die Kriminalstatistik immer nur das einfließt, was auch irgendwo Polizei bekannt wird. Wir haben mehrfach schon über das Thema einer Dunkelfeldstudie diskutiert. Die SPD hat es hier jetzt beantragt. Ich würde mir wünschen, dass die Koalition die Größe hat, diesem Antrag zuzustimmen. Denn es ist notwendig. Wir müssen einfach feststellen, dass auch in diesem Bereich die Landesregierung die Devise verfolgt. Wir handeln nach dem Motto, was wir nicht hören, was wir nicht sehen, das wissen wir auch nicht, darum müssen wir uns auch nicht kümmern. Aber das ist nicht verantwortlich. Wir müssen eben das Dunkelfeld aufklären. Wir müssen wissen, was in Hessen los ist. Und, meine Damen und Herren, ich habe vorhin gesagt, ich komme zurück auf das Thema Schutz von Einsatzkräften. Es ist in der Tat eine mehr als schlimme Entwicklung, dass wir seit einigen Jahren feststellen müssen, dass der Respekt gerade gegenüber denen, die für unsere Sicherheit sorgen, massiv gesunken ist, dass zunehmend auch ohne jede Skrupel, oft ohne ersichtlichen Auslöser, massive Gewalt angewendet wird. Dabei spielt es für die Täter auch überhaupt keine Rolle mehr, ob dort ein uniformierter Helfer im Staatsdienst erscheint oder ob der Mensch hinter der Uniform gar nicht Repräsentant des Staates, den er vielleicht ablehnt, ist, wo das trotzdem verwerflich ist, sondern ob der z. B. ehrenamtlich etwa in der Feuerwehr oder beim Roten Kreuz oder bei anderen Rettungsorganisationen tätig ist. Meine Damen und Herren, wir sind uns sicher einig, unsere Gesellschaft kann und darf diese Entwicklung nicht hinnehmen. Auch deshalb, und ich sage das so deutlich, sehen wir in jedem Angriff auf entsprechende Einsatzkräfte, in jedem Gewaltakt einen Angriff gegen uns alle. Und auch wenn es dort keine Strafbarkeitslücke im eigentlichen Sinne gab, weil die Taten auch mit früher geltenden Regeln verfolgt werden konnten, so liegt in diesen Angriffen doch ein ganz besonderer Tatunwert, der es ausnahmsweise rechtfertigt, auch einen gesonderten Tatbestand zu schaffen, auch wenn es eigentlich aus strafrechtlichen Gründen gar nicht zwingend notwendig wäre. Deshalb gibt es eine Neuregelung des entsprechenden Tatbestandes mit einer spezialgesetzlichen Regelung für Angriffe auf entsprechende Rettungskräfte und mit einer Mindeststrafe von 3 Monaten Freiheitsstrafe und einer Höchststrafe, das muss man auch immer mal im Blick behalten, einer Höchststrafe von 5 Jahren, unabhängig von der Tatsache, dass da mit dem Regelfall ja andere Delikte verbunden sind, die teilweise mit noch höheren Strafmaßen bedroht sind. Wir haben eine Strafmaßbandbreite von 3 Monaten bis zu 5 Jahren und, meine Damen und Herren, das reicht aus, das passt auch, das ist auch strafrechtlich und verfassungsrechtlich notwendig, weil etwa bei, wir hatten das hier schon einmal in der Diskussion, ein Stoß oder ein Eierwurf, ein Anrempeln keine Freiheitsstrafe von 3 Monaten rechtfertigt. Dort gibt es die Möglichkeit von Geldstrafe. Das ist das, was unser System hergibt. Und es gibt ansonsten eine breite Palette von abgestuften Möglichkeiten bis zur Höchststrafe von 5 Jahren jetzt herzugehen und als Antwort auf die Entwicklung nur zu sagen, wir müssen wieder einmal das Strafmaß erhöhen, wir verdoppeln es, wir gehen auf 6 Monate Mindeststrafe. Meine Damen und Herren, das ist populistisch, das führt nicht in der Sache weiter. Hier gilt wieder einmal, das, was Sie nicht tun, was eigentlich notwendig ist, ist die ganz konsequente Verfolgung dieser Straftat, ganz konsequente Verfolgung, statt zu schatronieren und
entsprechende populistische Forderungen zu erheben, von denen Sie selbst wissen, Sie sind ja erfahren genug, dass das in der Umsetzung überhaupt nichts bewirkt, sondern nur eine wohlfeile Forderung ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich komme zu dem letzten inhaltlichen Punkt, den ich doch an dieser Stelle erwähnen muss. Es ist ein ganz besonders dunkles Kapitel der Tätigkeit dieser Koalition, dieser Landesregierung und dieses Innenministers. Das ist das jetzt in die Beratung gebrachte Verfassungsschutzgesetz. Meine Damen und Herren, seit mehreren Jahren doktert diese Koalition, wie ich unterstelle, unter Federführung des Innenministers an einem tragfähigen Entwurf für ein Verfassungsschutzgesetz herum. Eine praktikable Lösung ist, wie wir gerade feststellen dürften, nach wie vor in weiter Ferne, um ehrlich und auch deutlich zu werden. Das, was Sie vorgelegt haben, ist schlichtweg Murks. Und der Höhepunkt, bei dem das dann auch abgebildet wurde, war die Anhörung, die wir vor wenigen Tagen am 8. Februar im Innenausschuss hatten, eine ausführliche Anhörung, die genau das abbildete, was ich hier sage. Praktisch alle Experten, außer den Polizeigewerkschaften, die sich insbesondere zum HSOG geäußert haben, alle Experten haben diesen Entwurf vernichtend beurteilt. Da blieb nichts übrig. Der Entwurf ist in jeder Hinsicht völlig unausgereift. Im Artikel 1 wird uns vorgelegt eine Neufassung des Verfassungsschutzgesetzes mit guten Ansätzen, was die Struktur angeht. Das ist durchaus gelungen, aber inhaltlich haben Sie völlig daneben gegriffen. Da ist der Entwurf völlig ausgereift. Wir haben versucht, ob man den irgendwie retten kann. Wir haben viel Zeit darin investiert. Aber, meine Damen und Herren, dieses Ding ist nicht mehr zu retten. Das ist ein solcher Murks, dass es völlig neu erarbeitet werden muss. Sie wären gut beraten, die konstruktive Kritik der Opposition aufzunehmen, uns in die Erarbeitung einer vom gesamten Parlament getragenen Lösung einzubeziehen. Wir sind dazu bereit. Das betrifft zunächst den Artikel 1, das eigentliche Verfassungsschutzgesetz. Aber wo unsere Bedenken mindestens so bestätigt worden sind, sind die Regelungen zu der Frage der parlamentarischen Kontrolle. Parlamentarische Kontrolle ist bei einem Geheimdienst mindestens so wichtig wie bei allen anderen Bereichen. Und die Kontrolle muss im Geheimen stattfinden. Ansonsten würden wir das Thema geheimdienstlicher Notwendigkeiten konterkarieren. Das funktioniert nicht. Entsprechend sauber muss diese parlamentarische Kontrolle und entsprechend wirksam muss diese parlamentarische Kontrolle aber auch ausgestaltet sein. Und Sie selbst haben eine Expertenkommission berufen. Eine Expertenkommission unter Führung des früheren Verfassungsrichters Prof. Jentsch. Diese Kommission hat hervorragende Arbeit geleistet. Sie hat Ihnen genau aufgeschrieben, was im Bereich der parlamentarischen Kontrolle geschehen muss. Die Sachverständigen haben es aufgegriffen. Stärkung der Oppositionsrechte, Unterstützung durch Mitarbeiter, Befragungsrechte der Kontrollkommission. Und was ich ganz besonders noch erwähne, was wir brauchen, ist eine Whistleblower-Regelung, wie sie im Bundesgesetz verankert ist, wie sie selbst im bayerischen Verfassungsschutzgesetz verankert ist. Sie werden ja der CSU sicherlich nicht staatsgefährdendes Vorgehen dort vorwerfen wollen. Meine Damen und Herren, das sind alles Dinge, die fehlen. Und ich wiederhole deshalb, während der Entwurf dieses Kontrollgesetzes durch die von uns vorgeschlagenen, der Änderungsantrag liegt ja vor, Änderungen von einem schwarz-grünen Kontrollverhinderungsgesetz zu einem echten und wirksamen parlamentarischen Kontrollgesetz werden kann, ist das für den Rest nicht möglich. Ich wiederhole, diesen Murks kann man nicht mehr retten. Da muss ein neuer, wirklich durchdachter und verfassungsgemäßer Entwurf vorgelegt werden. Und ich schlage nochmals vor, lassen Sie uns eine fraktionsübergreifende Arbeitsgruppe bilden, damit wir dort an dieser zentralen Stelle parlamentarischer Verantwortung auch zu einem einheitlichen Vorschlag kommen können. Und, meine Damen und Herren, als Schlussbemerkung nur noch eines.
Ich habe mich ausdrücklich bedankt für die rechtzeitige Beantwortung der Anfrage zu Islamismus und Salafismus. Es ist schon eine Sternstunde, wenn der Innenminister einmal innerhalb von 6 Wochen antwortet. Denn, und das, Herr Kollege Rudolph, haben Sie zu Recht auch schon oft bemängelt, es fehlt hier schlicht am Respekt des Innenministers im Umgang mit dem Parlament. Die Beantwortungspraxis Ihres Hauses ist in der gesamten Landesregierung unvergleichlich, unvergleichlich schlecht. Die fristgerechte Beantwortung kleiner Anfragen durch das Hessische Ministerium des Innern erreicht eine Quote von nicht einmal der Hälfte, von 43%. Meine Damen und Herren, ich kann nur feststellen, immer wieder drücken Sie sich vor der Beantwortung wichtiger Fragen, schieben es immer weiter raus, solange es nur geht. Ich nenne nur die Stichworte Linksextremismus. Auch das ist ein Stück Vereitelung parlamentarischer Kontrolle. Und das, meine Damen und Herren, dürfen wir uns als Abgeordnete aller Fraktionen nicht bieten lassen. Ich stelle abschließend fest, diese polizeiliche Kriminalstatistik wie auch insbesondere die Regierungserklärung des Innenministers gibt überhaupt keinen Anlass zur Selbstbeweihräucherung. Es gibt noch viel zu tun im Lande Hessen. Herr Minister, packen Sie es endlich an. Danke, Herr Greilich.